Also bei uns im Use Case geht es darum, ich sehe es noch nicht, genau. Nächste Slide. Geht es darum, die Verbesserung oder die Versorgung von Patientinnen mit Herzinsuffizienz zu verbessern und insbesondere durch die Vermeidung akuter Herzinsuffizienz, weil die eigentlich eben lebensbedrohlich ist, oft einen hohen Hospitalisierungsgrad hat, also ist der häufigste Grund für eine Krankenhauseinweisung in Deutschland und eben auch eine sehr hohe Mortalität hat und üblicherweise dazu führt, dass eben zunehmend mit jedem Krankenhausaufenthalt, mit jedem akuten Schub eben also sozusagen die Gesundheit stark beeinträchtigt wird. Das heißt, Ziel ist es, die Patientinnen im Bereich sozusagen der chronischen Herzinsuffizienz stabil zu halten. Wir versuchen das medizininformatisch durch die computerunterstützte Identifikation von Risikopatientinnen, Risikofaktoren und natürlich der Früherkennung zu erreichen, um dann eine rechtzeitige Intervention zu ermöglichen. Nächste Folie. Welche Methoden wenden wir an? Das ist insbesondere die Integration eben sehr vieler verschiedener Datenquellen. Also wir haben über 500 Datenitems aus den Versorgungssystemen. Da orientieren wir uns am DZRK-Datenbasisdatensatz, um da auch kompatibel zu sein. Wir machen aber auch eine strukturierte Anamnese, telefonische Follow-ups und zukünftig auch die Integration von App-basierten Fragebögen und Wearables, Sensorik. Und die Erkennung der Risikopatientinnen läuft über sogenannte Risk-Scores, aber auch Deep Learning-Klassifikationsmodelle. Nächstes Slide. Genau. Wir sind fünf Partner plus zwei neue Partner, die jetzt 2021 auch die Rekrutierung starten. Wir haben bereits in unserer Studie über 3000 Patienten oder fast 3000 Patientinnen, die wir eben mit den Daten erfassen. Wir haben von denen jetzt sämtliche Daten auch elektronisch eben in so einem OpenEHR-Repository. Über 2000 Patientinnen sind im Follow-up. Und wir sehen hier auch schon, dass die Zahlen eben der Cases, also der Klassifikationen, die wir brauchen, eben auch langsam Zahlen erreichen, wo wir eben auch Deep Learning-Verfahren anwenden können. Nächstes Slide. Genau, wir haben angefangen mit der Analyse der Risk-Scores und können dadurch, dass wir eben diese Daten dass wir Daten haben, um verschiedene Risk-Scores auch zu berechnen. Hier ein Beispiel aus Heidelberg, wo man schon sieht, dass die eben auch teilweise sehr unterschiedliche oder zumindest deutlich anders bewerten. Das werden wir weiter verfolgen. Und natürlich insbesondere die Datenqualität wird eine wesentliche Rolle spielen. Im Gegensatz zu klinischen Studien fehlen ja hier die SOPs für die Datenerhebung zum einen, aber auch die Plausibilitätschecks, die Sie normalerweise in den Studiendatenbanken haben, ebenso wie die manuellen Reviews, die ja bei Studien durchgeführt werden, bevor die Daten überhaupt gemeinsam analysiert werden. Als Beispiel hier nur, wir haben es mal verglichen. Wir sehen, dass die Patienten, Patientinnen in der Versorgung grundsätzlich ein bisschen kleiner sind im Schnitt als in den Studien. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern das ist einfach ein Fehler aufgrund der mangelnden Datenkuration. Nächstes Slide. Genau, wir haben vorhin heute Morgen ja schon gehört, Schwierigkeiten, Medizinprodukte-Gesetzänderung. Wir haben eben diese Substudie-Apps und Sensorik mit dabei. Wir haben eigentlich ist alles wäre up and running. Wir haben den Ethikantrag, wir haben die Pilotierung, die technische Anbindung. Im Moment kämpfen wir aber damit eben, weil uns die Ethikkommission Hannover reingeschrieben hat, das muss als Medizinprodukt zertifiziert werden. Wir haben gesagt, wir gehen auf den Weg, weil wir ja auch in die Versorgung wollen. Der Zertifizierungsantrag ist eingereicht und im Moment kämpfen wir sozusagen damit, dass wir eine Sonderbetriebsgenehmigung kriegen, damit wir diese App bereits jetzt in den Studien auch einstellen können. Nächste Folie. Damit komme ich auch zum Ende. Ein Ausblick auf, was uns noch erwartet dieses Jahr. Also wir beginnen jetzt mit den Analysen, weil die Fallzahlen jetzt entsprechend erreicht sind. Also zum einen natürlich Risikoprädiktion, Rehospitalisierung, Mortalität. Mit einem Fokus natürlich auf der Datenqualität und Repräsentativität. Das Jahr 2022 wird dann geprägt sein durch die Validierung dieser Modelle mit den neuen Daten und die Integration der Sensorik. Und zum 1.8., ich denke, das ist auch ein toller Erfolg für den Use Case, können wir das, was wir da erarbeitet haben, eben auch schon nutzen, darauf aufbauen für den Fortschrittshub Care,
wo wir diese sozusagen Modelle, die Basis elektronische Patientenakte eben intersektoral nutzen wollen und da sozusagen das auch auf weitere kardiovaskuläre Krankheiten anwenden können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.